Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ja, ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch allen gut, mir geht's auch gut, ich weiß, es hat keiner gefragt, deswegen egal. Ich möchte euch heute was erzählen, was mir vor 2 Tagen passiert ist, was mir noch nie so krass passiert ist, also es war irgendwie total, ich weiß nicht, also es war voll komisch alles, aber das werde ich euch jetzt erzählen, dann wisst ihr auch, wovon ich hier gerade spreche. Ihr denkt auch so, hä, dann sag doch. Und zwar hatte ich eine Schlafparalyse. Tut mir leid, wenn die Erklärung jetzt nicht hier richtig ist. Ich bin keine Expertin, deswegen nimm mir das bitte nicht so übel. Dann ist es halt sowas ähnliches. Auf jeden Fall hat mir das so ein Arzt erklärt und Leute, die genau das gleiche erlebt haben. Und ich habe mich im Internet erkundigt, ob das halt dieser Anzeichen sind und ja, da kam halt Schlafparalyse auch bei raus. Wenn es halt eine Schlafparalyse ist, dann ist es halt sowas ähnliches, aber ihr wisst schon, was ich dann meine. Ja, auf jeden Fall ich war sozusagen im Halbschlaf, habe irgendwie geträumt, aber war irgendwie wach, also ganz komisch. Und ich habe halt geträumt, dass ich an so einer Bushaltestelle stand und ein Mann fragte mich plötzlich, ob alles okay hinter mir ist, weil ich stand hinter so einem, vor so einem Werbeplakat und ob dahinter alles halt okay ist. Ja, und dann habe ich so geguckt. Auf einmal kam mir ein Mann entgegen, der dahinter stand und kam mit so fetten Steinen auf mich zu, also wirklich so dicke Dinger, waren ganz viele. Und plötzlich fing er an, mich damit zu beschmeißen. Es hört sich fürs Erste sehr lustig an, aber in dem Moment hatte ich Todesangst, weil irgendwie habe ich auch, ich weiß nicht, ey, ob ich mir das einbilde, also klar bildet man sich viel ein, so, ne, aber ich hatte in dem Moment Schmerzen. Ich kann es mir nicht erklären, das war so komisch. Und plötzlich, weil ich halt irgendwie auch wach war, aber ich habe halt diese Sachen gesehen vor mir und wollte halt aufstehen, mich bewegen und ich habe gemerkt, ich bin wie gelähmt. Wirklich wie gelähmt, Leute. Ich konnte mich nicht bewegen. Ohne Scheiß, ich konnte nichts machen. Ich weiß selber nicht, was los war. Das war so komisch. Also mein Gehirn hat mir so einen richtigen Streich gespielt irgendwie. Also es war so gruselig und ich habe natürlich Panik bekommen. Der Traum ging halt noch kurz weiter. Und ich habe mich dann gebückt irgendwie und plötzlich nahm der Mann noch einen Stein und hält den so über meinen Kopf und meinte so, ja, soll ich den jetzt fallen lassen auf deinen Kopf, hm? Ja, soll ich den jetzt fallen lassen auf deinen Kopf, hm? Und dann war ich komplett wach. Und plötzlich hatte ich auch richtige Kopfschmerzen. So voll so ganz komisch, so er hat den fallen lassen auf meinen Kopf und dann hatte ich Kopfschmerzen. So, ich weiß, also es muss nicht genau daran liegen, so. Es kann auch sein, weil alles ein bisschen zu viel war für mich in dem Moment, weil ich halt wirklich nicht wusste, was los ist. Ich hatte Angst, ich hatte was Schlechtes geträumt. Dann, keine Ahnung, bekommt man halt eben Kopfschmerzen oder so. Das heißt, ich konnte mich dann auch wieder bewegen, zum Glück. Ich musste erstmal darauf klarkommen. Ich habe mich erstmal hingesetzt, weil ich war todesmüde danach noch und hätte am liebsten noch weiter schlafen können, weil ich so müde war. Aber ich hatte so große Angst, dass ich mich direkt hingesetzt habe, dass ich bloß nicht einschlafe. Ich erstmal gezittert und geschwitzt und erstmal mein Handy genommen, um zu gucken, also um zu checken, ob alles überhaupt real hier ist, ne? Weil ich wusste nicht, was ist jetzt real und was ist jetzt ein Streich hier, ne? Boah, also jetzt kann ich drüber lachen, ne? Aber in dem Moment, ich habe mir wirklich in die Hose geschissen, so. Ich habe fast geweint, so, hallo? Das war das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe, also sowas Krasses. Also ich habe ja öfters so Albträume oder habe generell Probleme mit dem Schlafen, also halt Schlafstörungen. Hatte ich schon seitdem ich klein bin. War auch schon im Krankenhaus deswegen, weil ich auch öfters ohnmächtig geworden bin. Aber ich denke mal, dass der ein oder andere von euch das auch schon erlebt hat. Und wenn das der Fall ist, oder Fall gewesen ist, dann könnt ihr mir gerne in den Kommentaren eure Geschichte erzählen, wie das bei euch war, was ihr geträumt habt oder vielleicht war es auch ein bisschen anders bei euch. Bei jedem ist es immer ein bisschen anders. Und ja,
Mich würde das mega interessieren, wie ihr damit umgeht oder wie ihr damit umgegangen seid. Ich weiß ja nicht, wie oft ihr es habt. Also manche haben es bestimmt jeden Tag oder öfters, ich weiß es nicht. Ich hatte es jetzt zum ersten Mal. Ja, wie geht ihr damit um? Nehmt ihr das auf die leichte Schulter oder habt ihr auch so Angst und kriegt Schweißausbrüche, zittert und Herzrasen? Ich weiß nicht, bei jenen ist es bestimmt anders. Deswegen würde mich das sehr interessieren. Und ja, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und ich habe euch ganz doll lieb. Und ja, bis dann. Tschüss.